Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und in der letzten Folge haben wir die Aktienauktion kennengelernt. Da können wir uns nämlich quasi die Stadt dann am Ende kaufen. Dazu brauchen wir dann logischerweise mindestens 50%. Das heißt, über die Hälfte der Aktien der Stadt, dann gehört uns die Stadt. Und das werden wir weiterführen. Ich habe da beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass wir irgendwie 5000 pro Prozent ausgeben werden. Heißt, mal schauen, wie viel Prozent wir heute bekommen. Und bisher haben wir quasi am meisten von den vier Konkurrenten hier, haben wir am meisten Aktien. Ihr seht da die 3%. Ich würde sagen, wir starten einfach wie immer erstmal mit ein paar Ölförderungen. Denn alles andere haben wir schon in der letzten Folge gemacht. So, dann gehen wir mal weiter und setzen zwei Wünschelroutengänge hin und fünf kleine Pferdewagen. Und wir schicken die natürlich nach links, weil der Preis unglaublich schön ist. Okay, da haben wir das Öl. Und jetzt schnell ein bisschen was verkaufen, bevor der Preis zu stark sinkt. Okay. Schleunen wir ein bisschen die Zeit. Kleines bisschen, so. Achso, ja. Ich habe schon eine gebaut. Wechseln wir nach rechts. Beide Seiten sind gerade am sinken. Wie tief? Oh, das ist gigantisch. Oha, okay, das müssen wir verbessern. Wir müssen da auf jeden Fall die Rohre verbessern. Dann holen wir uns ein paar Silos. So, und dann nehmen wir die erstmal wieder weg. Denn wir haben eine Menge Platz in unseren Silos. Ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Pferde. Momentan geht es gerade noch so. Ganz knapp ohne. Links sind die Preise schrecklich. Also 25 Cent waren das gerade. Ja, okay, wir müssen ein bisschen verkaufen. Ich brauche unbedingt mehr Pferde. So, 7. 8, 9 und 10. So. Stellen wir es mal ein bisschen höher. Dann verbessern wir auf jeden Fall die Wagen. Dann reduzieren wir das erstmal wieder. Bauen noch zwei weitere. Ah, verdammt. Ganz knapp hat es nicht gereicht. Ja, okay, das kam weg. Dann setzen wir noch zwei Wünschelroutengänger hin. Vielleicht finden die noch ein bisschen mehr Öl. Ich meine, wir haben hier ein riesiges Vorkommen an Öl. Aber kann ja nicht schaden, noch ein bisschen mehr zu finden. Oh, rechts sind die Preise gut. Noch mehr Öl weiter unten. Oh, das ist auch ein großes Vorkommen. Interessant. Okay, schicken wir mal ein paar Maulwürfe runter. 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir einfach ein bisschen mehr was von der Erde sehen. Da ist ein Ölvorkommen. Sind das zwei? Ja, ich glaube, das sind zwei. Ich glaube, das sind sogar mehr. Vielleicht. Ah, nee, okay. Verbessern wir das mal alles bis hier runter. Dann können wir links verkaufen. Dort ist der Preis gerade gestiegen. So. Das hier ist komisch. Achso, das ist immer noch dasselbe. Ich dachte, da wären irgendwie mehrere, die dicht beieinander liegen. Aber nein. Einfach nur dieselben. Okay, da irgendwo in der Mitte ist Öl.
Und da auch noch. Okay. Schicken wir mal noch ein paar Maulwürfe in die Gegend. Ich weiß, wir geben sehr viel Geld für Maulwürfe aus. Aber auf jeden Fall haben wir eins der Ölvorkommen gefunden. Vielleicht war das aber auch gar nicht gemeint. Weiß man nicht. Aber ich denke mal schon. So, wie kommen wir da runter? Das ist eine Menge Strecke. Eine lange Strecke, die wir da zurücklegen. Und wir verkaufen schreckliche Preise. Oh mein Gott. Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, wann hört das auf zu verkaufen, oder? Ich habe einfach viel zu spät reagiert. Das war schrecklich. Unglaublich schrecklich. So. Okay. Da irgendwo in der Mitte gibt es noch ein Ölvorkommen. Wahrscheinlich hier unten. Ja. Da gibt es noch ein Ölvorkommen. Ich glaube, ich mache das von hier. Einfach so rüber. Genau. Und dann verkaufen wir auf jeden Fall erstmal wieder rechts. Da sind die Preise ganz schön. Verbessern wir nochmal die Rohre hier. Damit wir von beiden Seiten ein bisschen Öl bekommen. So. 1 Dollar 19 Cent sind ganz gut. Oh. Nicht überlaufen lassen. Ich glaube, jetzt schwingt das auf die andere Seite. Ja. Dann gehen wir mal nach links. Und verkaufen dort ein bisschen mehr Öl. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach so. So, wir haben weiterhin ziemlich gute Preise. Links. Ich glaube, es gibt kein Öl mehr. Der Wünschelroutengänger links ist schon weg. Und der rechts geht immer näher darauf zu. Senden wir noch mal ein paar Maulwürfe raus. Ich würde nämlich gehen, endlich einen Diamanten finden. Vielleicht finden die was. Das Problem bei Diamanten ist halt, die sind irgendwie nur so ein Feld groß. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt hier einen, aber irgendwie ist es das Ganze nicht wert. Nee, gab es gar keinen. Okay. Man weiß es auch nie wirklich. Manchmal gibt es einen Diamanten, manchmal gibt es keinen. Ist nie genau klar. 1,04 Dollar pro Fass. Ja, links haben wir wirklich für einen ziemlich schlechten Preis verkauft. Am meisten haben wir wieder für die Maulwürfe ausgegeben. Und da haben wir einen Screenshot. Und das Ölvorkommen rechts war wirklich gigantisch. So. Ja, locker mal das Dreifache reingeholt. Das ist sehr schön. Dann eine Landauktion zuerst. Starten wir. Wir hatten nicht mal den besten. Doch nicht. Blanche hatte einen besseren Platz als wir. Ich würde sagen, ich gehe dorthin. Gut. So, die holen sich jetzt hier schön Upgrades. Und damit haben sie kein Geld für die Aktienauktion. Ich gehe mal erst zur Aktienauktion und kaufe mir danach Upgrades. So, 2%, also 10.000 maximal. Das heißt, sowohl Ricardo als auch Daisy könnten mir die Aktien wegschnappen. Im Grunde machen wir uns jetzt keine Sorgen. Wenn sie sich's holen, sollen sie. 2% sind nicht sonderlich viel. Und da haben wir 10.000. Ja. Also ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben auch nicht allzu viel Geld ausgegeben. Ich meine, wir haben noch 25.000. Davon können wir 23.000 ausgeben.
haben wir etwas. Ah, 72 ist ein schlechter Preis. 100% auf Ölaustrittsstrafen ist natürlich interessant. Kriegt einfach gar keine. Aber man verliert ja an sich trotzdem Geld, oder? Ich meine, Öl geht ja trotzdem irgendwie verloren, also. Ja, okay. Hören sich niedrigere Zinsen interessant an? Nein, nicht unbedingt. Wir haben Verzweigung 3, das ist schon echt nützlich. Vor allem, wenn man dann so große Rohre hat, dann kann man da viele kleine dran bauen. Ich würde es schon gern holen, aber wir haben halt vergleichsweise wenig Geld, deshalb. Nee, lassen wir es. Dann haben wir eben danach umso mehr Geld. So, weiter geht's. So, rechts schön hoch. Okay. Ach komm, wir hatten das schon, ich will es nicht nochmal, wir gehen wieder nach links. So, gehen wir noch weiter nach unten. So. Dann ein paar Upgrades. Und noch einen Wünsche-Routengänger, weil wir es können. Preis links ist schön hoch. Wer weiß, wie lange es so bleibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung. Okay, der hat Öl gefunden. Oh. Schnell die Wagen vergrößern. Und ein paar mehr. So, ja, da haben wir einmal Öl. Das findet gleich der andere Wünschelroutengänger. Dann gehen wir mal hier runter und setzen ein paar Silos. So, ja, der hat das gerade gefunden. Sollen wir von unten weitergehen? Ja, ist günstiger. So, der hatte auch was gefunden, rechts. Da ist auch Öl. Aber wir werden ein bisschen warten müssen. Das kann ich auch nicht verbessern. Preis steigt rechts ein bisschen. Da würde ich gern einiges verkaufen. Und da müssen wir mal ran. Verbessern schnell das. Da muss ich, glaube ich, den durch den Stein bohren. Ich gehe erstmal bis hier hin und dann davon runter. Dann gehen wir da nicht besonders groß in Gefahr. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist sehr schön. Und direkt darunter ist auch noch eins. Also kein Problem. Wir haben wunderschöne Preise. Kein Öl. Also. Das kann man dazu sagen. Und dann holen wir uns nochmal zwei. Setzen nochmal hier unten irgendwie drei Maulwürfe hin. Okay, der hat noch irgendwo Öl gefunden. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Schauen wir mal. Okay, da war nichts. Da ist aber was. Dann gehen wir mal dorthin. Links unten soll auch noch irgendwo Öl sein. Diesmal schicke ich einen Maulwurf dahin. Und wir reduzieren wieder. Ich vergesse es dauernd. Kriegen zwar ziemlich viel Geld dadurch, aber ein bisschen Verschwendung ist es dann auch. Okay, ich weiß nicht genau, wo das unten links sein soll.
okay. Das ist dann wahrscheinlich direkt hinter dem Stein. Also werden wir hier durch Felsen bohren. Das Upgrade holen. So, das verbessern wir. Und noch ein paar Wünschelrutengänge. Wir haben bisher noch nicht viel Geld gemacht, muss man sagen. So, links, rechts, rechts geht zuerst hoch, dann verkaufen wir rechts. Und dann nehmen wir es direkt wieder runter, weil da der Preis wieder gesunken ist. Da ist noch irgendwo Öl. Wahrscheinlich irgendwo direkt da drunter, also hier so. Oder auch nicht. Gut, bohren wir erstmal dahin. Irgendwo wird es sein. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo Öl. Wo ist hier das Öl? Da. Okay. Sieht nicht besonders groß aus. Ah, wobei es geht. Das geht noch. Verbessern wir mal das. Kaufen wir mal links. Und jetzt verkaufen wir rechts, weil dort der Preis gerade gestiegen ist. Ja, es war nicht besonders gutes Land. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch viel finden werden. Machen wir noch einen dahin. Ich glaube nicht. Und? Nee, unwahrscheinlich. Ja, der rechte Wünschelroutengänger ist auch schon weg. Also, ja, das war's. Okay. Dann beenden wir das. Das war nicht ganz so toll. Bisschen wenig Geld, 22.700 nur. Aber immerhin über 1 Dollar pro Fass. Ja, die waren wirklich nicht besonders groß. Aber na gut, was kann man machen? So, Profite. Okay, wir haben immer noch das Dreifache gemacht. Ja, okay, dann liegt das wahrscheinlich an den Ländereien, die wir da hatten. Ja, okay, wir waren so eine 61, 55 gewöhnt. Aber das sind dann halt vergleichsweise ziemlich schlechte Preise. Ich würde sagen, ich gehe hier hin, weil da haben wir so 32 außenrum. Links davon ist halt schon eine 31, rechts davon ist schon eine 28. Also vielleicht haben wir hier noch so ein mittelmäßig gutes Land. So, Aktienauktion, 5%. 5 mal 5 ist 25, das heißt, wir bezahlen einfach 25 dafür. Aber ihr seht, die drei haben eben alle weniger als 24.000, beziehungsweise Daisy hat am meisten 17.000, heißt, wir bezahlen einfach 18.000, also knapp darüber. Man muss ja auch nicht deutlich mehr Geld ausgeben als nötig. Und da machen wir dann ganz gut Gewinne an Aktien. Und da haben wir 18.000. Ganz kurz bevor Daisy es kaufen könnte. Und zwar, ja, 100, 113. Genau. Aktien der Stadt werden in einer sogenannten holländischen Auktion versteigert. Der Preis beginnt hoch und fällt dann. Die erste Person, die auf Kaufen drückt, erhält sofort die Aktien. Du musst die Risiken abwägen. Kaufe sie zu früh und du zahlst zu viel. Wartest du hingegen zu lange, wird sich jemand anderes die Aktien schnappen. Am Ende gewinnt die Person das Spiel, die mindestens 50% der Aktien hat.
wird der neue Bürgermeister. Ja, das habe ich auch schon am Anfang erklärt. Wir haben 10%, das heißt am meisten von uns vier hier. Preis wird nicht unter 92 Cent fallen, das könnte ganz gut sein. Ich glaube, das holen wir uns auch. Dann haben wir wieder 22.000, die wir ausgeben können. Schnelligkeit brauche ich nicht unbedingt. Größe 2. Ja, die meisten dieser Upgrades sind relativ unwichtig jetzt, außer hier Verzweigung 3. Aber dazu haben wir wieder nicht genug Geld. Deshalb würde ich sagen, wir lassen es einfach erstmal. Ja, wir kaufen einfach erstmal wieder keine Upgrades. Warten dann bis nächste Folge. Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen besseres Land, wo wir ein bisschen mehr bekommen. Und dann können wir uns die Upgrades holen. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.